Das Hechmücke-Studio war auf Einladung von Hermann Welp am 14. Januar 2023 zum Wintertreffen der Oldtimer-Freunde Münsterland-Niedersachsen im Deutz-Museum Heitzmann in Warendorf im alten Sägewerk in Fohren 90. Aus einer über 40-jährigen Sammelleidenschaft vom Sägewerker Wenzel Heitmann entstand die erste westfälische Deutzer Motorensammlung, in der nicht nur echte Raritäten der bekannten Deutz-Motoren, sondern auch zahlreiche nostalgische und historische Sammlerstücke aus der guten alten Zeit zu erleben sind. Wenzel Heitmann. Freund, Sturkopf, Geschichtenerzähler, Spaßmacher und zu jeder Zeit hilfsbereit. So war Wenzel als Mensch. Was ihn weiterhin auszeichnete, seine wahnsinnige Sammelleidenschaft für alles. Dieser Originalnachbau eines Lanz Bulldog im Maßstab 1:1 stammt aus den Holzwerkstätten der JVA in Attendorn. Den hat Wenzel nicht gesammelt, sondern bauen lassen. Das benötigte Holz lieferte er aus seinem Sägewerk nach Attendorn. Was mit einer Sammelleidenschaft begann, hat sich über die Jahrzehnte zu einem Maschinen- und Motorenmuseum in Warendorf entwickelt, was Besucher und Technikinteressierte aus ganz Deutschland anzieht. Lassen wir uns jetzt begeistern von zahlreichen Deutz-Motoren, alten Traktoren und Motoren, einem originalen Tante-Emma-Laden mit nostalgischem Zubehör, einer historischen Tankstelle von Aral, eine Fahrschule aus den 50er Jahren mit Lernutensilien, Stationärmotoren und vielen einzigartigen Exponaten. Gehen wir jetzt gemeinsam auf eine Zeitreise mit beeindruckenden Bildern und lassen uns gedanklich entführen in längst vergangene Jahrzehnte und machen einen Ausflug in das Landleben vor über 50 Jahren und entdecken kleine Kaufmannsläden und Geschäfte unserer Kindheit. Wenzel als ehemaliger Sägewerker beginnt seine Ausstellung hier mit Utensilien rund um die Holzgewinnung und Bearbeitung, mit zahlreichen Sägen und dazugehöriges Beiwerk. Zu Wenzel Heitmanns Sammelleidenschaft gehörten auch Traktoren. Viele der hier ausgestellten Exponate tragen das Deutz-Zeichen auf der Motorhaube. Aber auch Fahr, Lanz, MAN sowie Eicher ergänzen diese wunderbare Ausstellung. Thank you.
dabei übt. Hermann Wölb, der Moderator Niedersachsens und Mietorganisator dieses Treffens, begrüßt alle Teilnehmer und erläutert den Tagesablauf. Wintertreffen 2023. Einen wunderschönen guten Tag und ein gesundes neues Jahr. So, schön, dass ihr alle so zahlreich Zeit gehabt habt. Das war uns schon bald zu viel, muss man ja auch mal sagen. Aber wir haben das ja noch in letzter Minute hingekriegt. So, jetzt möchte ich ganz kurz zum Tagesablauf was sagen. Und zwar, wir beginnen gleich mit einem Kaffee trinken und Kuchen. Der Eingang ist da, wie beim Buffet. Und hier wieder raus und bitte zu eurem Plätzen. Das ist Becherkaffee und Kuchen. 18 Uhr ist Reibekuchenessen. Der Mann, der macht das ganz toll. Ihr habt genug Fleisch über Weihnachten gehabt. Toller Ausgleich. Und ja, da gibt es noch ein paar Hinweise, das ist für euch auch, glaube ich, klar, hier wird nicht drin geraucht. Wenzel hatte bei der Planung seines Museums mitgedacht. Wenn hier einmal ein Wintertreffen angesagt ist, brauche ich eine Heizung. Ich frage mich, wo hat er diese zeitgemäße Anlage passend für sein Zuhause nur gefunden?
Gut 80 Oldtimer-Freunde hatten sich heute hier zum Wintertreffen 2023 eingefunden. Einige waren zum ersten Mal mit hier bei Wenzel. Im Anschluss des Kaffeetrinkens gab es für die Neuen eine ausgiebige Führung durch diese ehrwürdigen Hallen. Wir gehen jetzt mal rüber in Halle, nein, in Werk 2. Auch hier erlebt der Besucher technische Nostalgie ohne Ende. Diese Bilder sprechen für sich und müssen nicht unbedingt kommentiert werden. Wir gehen die Treppe rauf und das Staunen geht weiter. BV Aralis grüßen. Eine kleine Tankstelle aus den 1950er Jahren vom Benzolverband aus Bochum hat Wenzel hier zusammengetragen. Nur wo Fahrschule draufsteht, ist auch Fahrschule drin. Wir erleben jetzt eine analoge Fahrschule aus der guten alten Zeit. Sehr viele Lernutensilien reflektieren die Führerscheinausbildung. Nicht wie heute am PC, nein, damals wurde alles veranschaulicht, wie alles funktioniert. Heute können wir alles noch einmal sehen. Wir drehen unsere Uhr mal ganz weit zurück und betreten diesen Tante-Emma-Laden. Das ist die Krönung dieser Zeitreise. Ein Geschäft von, sagen wir mal, 1958. In jedem Dorf zu dieser Zeit hatten die Läden dieses Erscheinungsbild.
Beim Blick in diese Auslage erkennt man die Zeit von damals. Alles wirkt so vertraut, als wäre es gestern noch so gewesen. Würde Wenzel heute noch mal eine Führung machen, hieß es, kommt mal mit in mein Spielzimmer. So eine präsentierte Sammlung. Da möchte, ob groß oder klein, jeder Junge die Tür öffnen und mit diesen Autos spielen. Wo kommen die nur alle her? Und weiter geht es, nochmal eine Treppe rauf. Dieses Museum hier findet kein Ende. Hier oben gibt es wieder ganz viel von Deutz zu erleben. Und Hermann Welp erklärt so manches bei seiner Führung. Siehst du, und dann, hier ist natürlich, wir wissen doch alle den Otto-Motor, der wird ja heute verteufelt durch die Grünen oder wer das alles ist. Otto war ein Kaufmann aus Köln, der die Entwicklung des Otto-Motors auf den Weg gebracht hat. Er war Mitinhaber der Humboldt-Deutz-Werke in Köln und er ist auf die Idee gekommen, die fuhren viel geschäftlich nach Koblenz. Und dann hat er zu seinem Kutscher gesagt, wir müssen eine Maschine bauen, dass wir an diese Fahrzeuge vorbeikommen.
erste Mal Millennium da gewesen. Da haben wir ihn nicht kennengelernt, aber 2000, da war 40er Durchschnitt, aber 2018, da war 50er Durchschnitt, da haben wir ihn kennengelernt. Da sind die von Australien, der Stücker, genau, von Australien, ist der Unter, sind die mit der Dampfmaschine. Von der Firma Deutz, es hieß ein Motor, der wurde ausschließlich mit Naphthalin getrieben. Naphthalin ist ein Abfallprodukt, wenn man Benzin herstellt. Das ist so Art wie Petroleum. Und da lief der Motor genial mit. Der kann Tag und Nacht laufen und auch wieder über eine Transmission. Und die Firma Deutz hat das gebaut früher. In dieser Zeitreise waren viele vergessene Scheunenfunde und seltene Einzelstücke der Heitemannschen Privatsammlung zu sehen. Es gab Öffnungszeiten zu jedem ersten Wochenende des Monats, Samstag, Sonntag von 11 bis 16 Uhr. Nach dem Tod Wenzel Heitmanns Ende 2020 sind zurzeit nur vereinzelt Gruppenbesuche nach Anmeldung möglich.